Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wisst ihr, der Glaube ist eine Kraft, eine mächtige Kraft, die in unserem Geist wohnt. Aber sie sollte nicht einfach in unserem Innersten bleiben, sondern auch herauskommen und etwas bewirken. Gott verspricht, dass er sich für uns stark macht. Und nicht nur das, er verspricht außerdem, dass er uns für die Schwierigkeiten entschädigt, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Falls jemand euch misshandelt hat, dürft ihr darauf vertrauen, dass Gott sich um diese Sache kümmert. Ihr müsst es nicht selbst tun. Auf wen seid ihr wütend? Wem würdet ihr es gerne heimzahlen, dass er euch verletzt hat? Oh, bestimmt keinem. Ihr seid alle so brav. Ich sag euch was, hätte ich meinem Vater nicht vergeben und nicht gelernt, darauf zu vertrauen, dass Gott sich für mich stark macht und all das Schlechte in etwas Gutes verwandelt, wäre ich heute nicht hier. Ihr dürft wissen, Gott hält Belohnungen für euch bereit, bei denen euch vor Staunen die Kinnlade herunterklappen wird. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was Gott alles für euch tun will, aber ihr müsst die Selbstfürsorge sein lassen. Hört auf, dafür sorgen zu wollen, dass euch alle immer richtig behandeln. Na kommt. Ihr versteht schon, was ich meine, oder? Vertraut darauf, dass Gott euch gibt, was ihr braucht. Denn wenn Gott möchte, dass ihr etwas bekommt, dann kann euch niemand davon abhalten. Ihr müsst euren Blick nur auf Gott gerichtet halten. Hebräer 10, Vers 30. Denn wir kennen den, der gesagt hat, ich will Rache nehmen. Ich will Vergeltung üben an denen, die es verdienen. Er sagte auch, der Herr wird sein Volk richten. Er übernimmt unseren Fall, er tritt für uns ein. Wendet euch mal jemandem zu und sagt, Gott hat deinen Fall übernommen. Aber spulen wir mal kurz zurück. Man darf sich nicht nur die Rosinen aus Gottes Zusagen herauspicken. Man kann nicht einfach sagen, ich vertraue darauf, dass Gott sich für mich stark macht. Es gibt nämlich auch eine andere Bibelstelle, in der steht, Gott erhört zwar eure Gebete, aber wenn ihr etwas gegen jemanden habt, müsst ihr der Person erst vergeben. Erst müsst ihr der Person vergeben. Seht ihr, wie schnell wir uns die Rosinen herauspicken und den Rest, der uns nicht schmeckt, liegen lassen? Wir hören liebend gern, Gott zahlt es ihnen heim, er verteidigt mich, er übt für mich Vergeltung. Nein, nicht solange wir wütend sind. Darf ich euch etwas sagen? Das wird euch nicht gefallen, aber es ist wahr. Ihr könnt euch nicht selbst bemitleiden und gleichzeitig die Umsetzung von Gottes gutem Plan erleben. Wusste ich doch, das gefällt euch nicht. Ich habe aber einen guten Grund für mein Selbstmitleid. Das mag ja sein, aber ihr habt kein Recht darauf, denn Gott möchte euch davon befreien. Ich liebe den nächsten Punkt. Wisst ihr, es gibt eine Zusage in der Bibel, die besagt, dass Jesus niemanden ablehnt, der zu ihm kommt. Ganz gleich, wie schlimm man gewesen ist. Wie tief die Sündengrube ist, in der man sitzt, wie sehr man Menschen enttäuscht hat und meint, auch Gott enttäuscht zu haben. Wer mit einem aufrichtigen Herzen zu Gott kommt und sagt, es tut mir leid, Gott, vergib mir, bitte hilf mir, den lehnt er niemals ab. Ist das nicht eine gute Nachricht? Angenommen, ihr habt euch daneben benommen.
Und wenn ihr so seid wie ich, kommt das fast jeden Tag vor, dann müsst ihr nicht vor Gott weglaufen, ihr könnt zu ihm hinlaufen. Seine Arme sind immer offen. Oh, und die nächste Zusage Gottes liebe ich auch. Sie hat mein Leben völlig verändert. Oh, das hier könnte eine endlose Vortragsreihe sein. 5467 Zusagen Gottes. Wir müssen an sie alle erinnert werden, oder? Bestimmt habt ihr schon Zusagen gehört, die sich in eurem Leben noch nicht verwirklicht haben, die ihr im Glauben ergreifen müsst. Ich liebe diese Zusage. Uns wird versichert, dass Gott mit uns zusammenarbeitet und dass er alles zum Guten führt. Für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören. Seht, Gott hat all das Schlimme, das ich erlebt habe, zum Guten geführt. Ich weiß nicht, wie er das macht, und es mag verrückt klingen, aber ich bin heute aufgrund der Dinge, die ich erlebt habe, ein besserer Mensch, als ich ohne sie wäre. Na kommt! Geht nicht der Denkweise auf den Leim, dass die Menschen, die euch verletzt haben, nun euer Schicksal in der Hand haben. Eure Vergangenheit muss nicht eure Zukunft beeinträchtigen. Ein weiteres Versprechen, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Vielleicht seid ihr noch nicht da, aber ihr seid auf dem Weg. Das sollte uns begeistern. Es ist so gut zu wissen, dass Gott uns liebt, dass er einen guten Plan für uns hat und uns niemand das wegnehmen kann. Aber das passiert nicht einfach so. Wir müssen unseren Glauben einsetzen. Seht, der Glaube ist eine Kraft, eine mächtige Kraft, die in unserem Geist wohnt. Aber sie sollte nicht einfach in unserem Innersten bleiben, sondern auch herauskommen und etwas bewirken. Etwas sagen, etwas beten. Sie muss sich in einer Tat äußern. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie das funktioniert. Ich greife zwar jetzt schon etwas vor, aber das passt zu dieser Stelle sehr gut. Wisst ihr, die Israeliten wurden aus der Sklaverei in Ägypten befreit und machten sich auf den Weg. Das ist ein Bild für unseren eigenen Glaubensweg. Bevor Jesus uns befreit hat, waren wir in Ägypten gefangen, wir waren Sklaven der Sünde und wurden unterdrückt. Genauso wie Gott den Israeliten einen Befreier sandte, Mose, so hat er auch uns einen Befreier gesandt, Jesus. Als die Israeliten das Rote Meer erreichten und es überqueren wollten, da mussten sie nichts tun. Mose hob seinen Stab, er hatte Glauben und das Meer teilte sich und die Israeliten durchquerten es. Das war ein unverdientes Geschenk. So ähnlich ist es, wenn wir wiedergeboren werden, wie es die Bibel nennt, und ein neues Leben empfangen. Jesus hat bereits alles getan, wir müssen es nur glauben. Doch als Josua dann das Volk ins verheißene Land führen wollte, da mussten sie vorher noch ein anderes Gewässer durchqueren, den Jordan. Jetzt passt auf. Ich glaube nämlich, dass es viele Christen gibt, die zwar ein neues Leben empfangen haben, die also aus Ägypten herausgekommen sind und trotzdem noch in der Wüste umherirren. Sie sind noch nicht im verheißenen Land angekommen. Das waren zwei unterschiedliche Schritte. Sie kamen aus Ägypten heraus. Mose tat alles für sie, er teilte das Rote Meer, ein unverdientes Geschenk. Sie mussten es nur annehmen. Doch als sie dann an den Jordan kamen, und das finde ich so stark, da teilte sich der Fluss erst, als sie hineintraten. Na super, drei Personen in der dritten Reihe haben das verstanden. Für unsere Errettung wurde bezahlt. Jesus hat alles erledigt.
Aber wenn wir die Zusagen Gottes erleben wollen, dann gibt es auch ein paar Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen Glaubensschritte wagen. Wir müssen in den Fluss treten. Das heißt, dass wir uns vielleicht auch von einigen Dingen verabschieden müssen. Das habe ich bereits im letzten Vortrag angesprochen. Einige von euch haben keine Vorstellung davon, was Gott für euch tun kann. Und ihr werdet es nur herausfinden, wenn ihr Schritte wagt. Ihr fragt, was bedeutet das? Was bedeutet das konkret? Es gibt unzählige Beispiele, um das zu veranschaulichen. Mal angenommen, ihr könnt euren Job nicht ausstehen. Ständig beschwert ihr euch über eure Arbeit. Ihr tut sie nicht gerne. Ihr mögt eure Arbeitskollegen und euren Arbeitgeber nicht. In eurem Herzen brennt etwas, das ihr viel lieber tun würdet. Aber die Furcht lähmt euch, dass ihr vielleicht gar nichts mehr habt, wenn ihr diese Arbeitsstelle aufgebt. Gott, wenn du mir doch nur eine andere Arbeitsstelle geben würdest. Nun sucht ihr überhaupt nach einer? Bemüht ihr euch aktiv? Meine Lebensgeschichte ist wie viele andere Lebensgeschichten. Viele von euch haben Ähnliches durchgemacht wie ich. Als ich den brennenden Wunsch in mir verspürte, die Bibel zu lehren, da hatte ich keine Ahnung, wie man das macht. Ich kannte die Bibel ja selbst kaum. Ich wusste nicht, wie man lehrt, aber ich hatte den tiefen Wunsch, Menschen zu helfen. Gott forderte mich auf, einen Bibelkreis zu leiten. Aber wer wird denn schon kommen? Niemand kennt mich. Niemand wäre daran interessiert. Ich weiß noch, wie ich sagte, ich weiß nicht, wie man lehrt, Gott antwortete. Ich aber, ich weiß es. Wisst ihr, was ich tun musste? Mein erster Schritt war zu sagen, okay. Mein zweiter Schritt war, einige Menschen einzuladen. Komischerweise sagten sie alle zu. Ich hätte so sehr vor möglicher Ablehnung zurückschrecken können, dass ich es gar nicht versucht hätte. Ich hätte so viel Angst vor dem Versagen haben können, dass ich mich gar nicht bemüht hätte. Aber ich musste einen Schritt hinein in den Fluss wagen, bevor sich das Wasser teilte. Im schlimmsten Fall geht man ins Wasser und wenn es sich nicht teilt, geht man wieder zurück. Aber einige von euch sitzen nur passiv herum und warten darauf, dass euch all diese Dinge in den Schoß fallen. Und ich kann euch sagen, dass das nicht passieren wird. Gott sagte zu Abraham, verlass deine vertraute Umgebung und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er musste aufbrechen. Ich frage mich, wie viele Menschen Träume und Visionen und erstaunlich große Dinge in ihrem Herzen tragen, aber Angst haben, auch nur einen einzigen Schritt in diese Richtung zu unternehmen, um herauszufinden, was Gott tun kann. Ich startete damals also einen Bibelkreis. 5 Jahre lang unterrichtete ich eine Gruppe von 20 Personen. 25 Personen. Erst fing ich mit einem Dutzend an, und zwar in der Firma, für die ich arbeitete. Ich war Büroleiterin und lud die jungen Frauen ein, die unter mir arbeiteten. Damals war ich noch nicht gescheit genug, um zu verstehen, dass sie sich vermutlich genötigt fühlten zu kommen, weil ich ihre Chefin war. Aber es gab mir genug Glauben. Du meine Güte, die Menschen kommen ja, und sie kommen ja wieder. Schließlich beschwerte sich jemand bei der Gewerkschaft und mir wurde gesagt, sie dürfen hier im Rahmen der Firma so etwas nicht veranstalten. Da stand ich nun vor der Frage, sollte ich das Handtuch werfen? Also beschloss ich, den Bibelkreis bei mir zu Hause abzuhalten, obwohl ich mindestens 30 Minuten oder sogar eine Stunde von den bis dahin teilnehmenden Frauen entfernt wohnte. Ich wusste nicht, ob überhaupt jemand kommen würde. Ich musste einen weiteren Glaubensschritt wagen und siehe da, statt 12 kamen nun 25 Personen. Sie kamen Woche für Woche. Ich will euch jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber seht, wir müssen im Glauben leben. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben, steht in der Bibel. Dazu fordert Gott uns auf. Das heißt, alles ist ein Glaubensschritt. Wir finden uns bei Glaubensschritten selten rundum wohl, da wir oft nicht genau wissen, was uns bevorsteht. Meistens bedeutet das Leben im Glauben, dass wir nur herausfinden, was Gott für uns vorbereitet hat, indem wir auch Risiken eingehen. Versteht ihr?
Das gilt für alle Lebensbereiche, zum Beispiel beim Geben. In der Bibel steht, dass wir zuerst geben sollen. Und später bekommen wir dann etwas zurück. Wisst ihr, wie viele Menschen das nicht tun? Aber ich will euch etwas sagen. Wenn ihr nicht genug Geld habt, vermehrt es sich nicht dadurch, dass ihr euch an euer Geld klammert. Ich weiß, menschlich gesehen ergibt das keinen Sinn. Ihr denkt, ich habe jetzt schon nicht genug, wie soll ich denn da noch etwas weggeben? Dann habe ich ja noch weniger, aber nicht bei Gottes Rechenkunst. Es ist ein riesiger Glaubensschritt, den zehnten Teil seines Einkommens zu spenden. Aber falls ihr bereits den zehnten Teil gebt, sogar noch darüber hinaus zu gehen. Aber wenn wir Gott nicht gehorchen, beschränken wir uns dadurch nur selbst. Gott fordert uns in der Bibel in Bezug auf den Zehnten und das Geben richtiggehend auf. Probiert es aus. In Maleachi kommt, probiert es aus. Stellt mich damit auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Um das zu erleben, ist ein Glaubensschritt notwendig. Eine Person freut sich darüber. Okay, sprechen wir kurz mal über Wohlstand, Erfolg, Gottes Gunst und Beförderung. Es ist traurig. Aber wenn man heute das Wort Wohlstand auch nur erwähnt, gibt es Christen, die sofort einen Anfall bekommen. Da heißt es dann, ach, wieder eine dieser Wohlstandspredigerinnen. Ich weiß immer noch nicht genau, was das bedeutet. Mal ehrlich, würdet ihr lieber, dass ich mich hier hinstelle und sage, ihr werdet nie etwas haben? Und dass Gott möchte, dass ihr immer hinten ansteht und euer Leben lang pleite seid? Ist das wirklich das, was ihr hören wollt? Vermutlich eher nicht. Seht, das ist eine verdrehte Religiosität, die Menschen glauben lässt, dass man als Christ überhaupt nichts haben darf. Nun, ich will euch nichts aufzwingen. Wenn ihr meint, nur Christ sein zu können, wenn ihr nichts habt, dann nur zu. Aber Gott würde es vorziehen, dass ihr im Überfluss lebt. Dann könnt ihr nämlich nicht nur eure eigenen Bedürfnisse stillen, sondern auch die von anderen. Moment mal, ich bin noch nicht fertig. Gott will euch den Überfluss nur geben, wenn er dabei die Nummer eins in eurem Leben bleibt. In der Bibel steht schon, dass es für reiche Menschen schwierig ist, in den Himmel zu kommen. Jesus zieht sogar einen Vergleich und sagt, es ist schwerer für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gelangen. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Nun, auf den ersten Blick scheint das ein Argument gegen jeden Reichtum zu sein. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass das Nadelöhr möglicherweise ein Tor in Jerusalem war. Und zwar ein sehr kleines Tor. Kamele waren damals ein Transportmittel, oft sehr bepackt. Und Kamele sind ziemlich groß. Ein Kamel konnte nur durch das Tor gelangen, wenn ihm seine ganze Ladung abgenommen wurde und es auf den Knien hindurchkroch. Das heißt, je mehr wir haben, umso mehr müssen wir darauf achten, dass wir auf den Knien bleiben. Versteht ihr? Na komm, die Sache ist nämlich die, je mehr man besitzt, je mehr man Macht hat, je mehr Einfluss man hat, umso größer ist die Versuchung, stolz und eingebildet zu werden. Das kann dann dazu führen, dass man einen der schlimmsten Fehler macht und andere Menschen von oben herab behandelt. Aus dem Grund müssen wir auf den Knien bleiben. Wir müssen demütig vor Gott bleiben, denn alles, was wir haben, ist ein Geschenk von ihm. Der Einfluss, den wir haben, ist ein Geschenk von ihm. Und er kann ihn uns viel schneller wieder wegnehmen, als es gedauert hat, ihn zu bekommen. Versteht ihr mich? Gott geht es nicht darum, dass unser Leben so mickrig wie möglich ist. Es ist eure Sache, ob ihr daran glauben wollt, auch wenn es manchmal sehr nervig ist, dass Menschen so etwas glauben. Im Internet steht zum Beispiel unter anderem über mich, ich sei eine Wohlstandspredigerin.
Die Schubladen, in die wir einander stecken, können wirklich nervig sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das überhaupt ist. Eine Wohlstandspredigerin, was soll ich denn sonst predigen? Dass Gott euch nichts gönnt und ihr arm sein müsst? Was ich betone, ist, dass ihr Gottes Kinder seid. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich möchte das, was ich habe, gern an meine Kinder weitergeben. Ich gönne es ihnen, wir sind Gottes Kinder und er möchte, dass wir seine Erben sind. Aber wisst ihr was? Inzwischen ist das zwar nicht mehr so, weil unsere Kinder heute alle erwachsen sind, aber als Dave und ich uns zum ersten Mal Gedanken über unser Testament machten, da hatten wir unter anderem ein Kind, das noch ziemlich jung war. Deswegen schrieben wir nicht ins Testament, dass es sofort alles bekommen würde. Es sollte seinen Anteil erst mit 30 oder so bekommen. Seht, Gott möchte uns zwar viel geben, aber erst müssen wir reif und verantwortungsvoll werden. Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Unsere geistliche Reife, unser geistliches Wachstum ist Gott viel wichtiger als das, was wir besitzen. Okay, ein Beispiel. Ich habe es an anderer Stelle schon erwähnt, aber es veranschaulicht den Punkt und passt sehr gut. Eines Tages unterhielt ich mich beim Einkaufen mit einer der Verkäuferinnen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es zur Sprache kam, aber ich erfuhr, dass sie Christin ist und schon seit 30 Jahren oder so eine bestimmte Kirche besucht. Im Laufe des Gesprächs fragte ich sie, wie es an ihrem Arbeitsplatz gehandhabt wird. Bekommen sie ein festes Gehalt oder einen Prozentsatz der Verkäufe? Wie läuft das hier? Sie antwortete, nein, wir bekommen ein festes Gehalt, aber es gibt schon bestimmte Quoten, die wir erfüllen müssen. Und wenn wir nicht genug verkaufen, können wir unsere Arbeit Stelle verlieren. Sie sagte, es ist hart, wenn die Kunden ausbleiben. Im Grunde standen die Verkäuferinnen nämlich nur in ihrer Abteilung herum und warteten darauf, dass jemand kam. Da ich wusste, dass sie Christin ist, fragte ich sie, haben Sie schon einmal dafür gebetet, dass Gott Ihnen Gunst schenkt und Ihnen Kunden in Ihre Abteilung schickt, dass er dafür sorgt, dass Kunden Sie aus irgendeinem Grund mögen, ohne recht zu wissen, warum? Daraufhin meinte sie, für so etwas darf man doch nicht beten. Seht, sie geht seit 30 Jahren in dieselbe Kirche und niemand hatte ihr je gesagt, dass sie Gott um Gunst bitten durfte. Wisst ihr was? Mir ging das früher nicht anders. Ich wusste nicht, dass ich Gott um Gunst bitten durfte. Heute bitte ich Gott jeden Tag darum. Glaubt ihr etwa, ich würde mich hier auf die Bühne wagen, ohne Gott vorher um seine Hilfe und um Gelingen zu bitten? Ich mag es nicht, wenn man mich nicht mag. Ich will, dass ihr mich mögt, aber es ist zu nervenaufreibend, euch dazu zu bringen, mich zu mögen. Also vertraue ich lieber darauf, dass Gott dafür sorgt, dass ihr mich mögt. Kommt, versteht ihr, was ich meine? Wisst ihr, wie viele politische Spielchen Menschen spielen? In einer Kirche, die ich früher eine Zeit lang besuchte, gab es eine Elite-Clique. Ja, auch in Kirchen gibt es so etwas. Und ich wollte unbedingt zu dieser Clique gehören. Ich sag euch, es war erbärmlich, wie ich mich Liebkind bei der Frau machte, die das Sagen hatte. Ich wollte unbedingt gut bei ihr ankommen, damit mich der Rest der Gruppe akzeptieren würde. Wisst ihr was? Wenn ihr euch einschmeicheln müsst, um Freunde zu gewinnen, dann müsst ihr euch auch jeden Tag so verhalten, damit sie euch wohlgesonnen bleiben. Früher oder später werdet ihr das satt haben und es nicht mehr tun wollen. Ich habe ein anderes System entdeckt, das mir viel besser gefällt, und zwar: Gott, schenk du mir Beziehungen, die dich ehren. Hilf mir, mich mit den richtigen Personen anzufreunden. Du kannst dafür sorgen, dass mich die richtigen mögen. Und wenn du bestimmte Freundschaften nicht für mich vorgesehen hast, dann will ich sie auch nicht. Ist doch viel besser, oder? Ich möchte Sie ermutigen, Schritte zu wagen. Glauben Sie, dass Gott erstaunliche Dinge mit Ihnen vorhat. Vertrauen Sie, dass Gott Ihnen geben wird, was er für Sie vorgesehen hat. Entdecken Sie, was er in Ihrem Leben alles tun kann. Haben Sie auch etwas mit Gott erlebt? Dann rufen Sie uns an.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. So sind sie, die Vorträge von Joyce. Immer für eine Überraschung gut. Ich habe mich auf den Boden gekniet und die Toilette umarmt. Möchten Sie noch mehr davon sehen? Dann unterstützen Sie die spendenfinanzierten Sendungen doch mit einem Beitrag. Vielen Dank. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zu einem mobilen Krankenhaus wie diesem hier komme. Es ist oft einfach nur ein Feld, auf dem es nichts gibt. Und dann entsteht dort ein gut strukturierter Ort für medizinische Hilfe. Zum Teil sind es die gleichen Krankheiten wie zu Hause, aber manchmal sind es auch seltene Krankheiten, die wir in Europa nicht haben. Die Patienten sind sehr bescheiden und dankbar. Sie hoffen einfach, dass wir ihnen helfen. Ein Mann konnte nicht so gut sehen, also versuchten wir es mit einer Brille. Ich fand den Moment so schön, als er die Brille aufsetzte. Er hat sich so gefreut und sagte, ich kann lesen. Hier in der Ambulanz begegnen wir so vielen Menschen, die endlich die Hilfe bekommen, die sie schon lange brauchen. Und wir sind dankbar, dass sie alle das möglich machen. Sie sind ein Teil von dem, was wir hier tun. Ihre Spende hilft Menschen mehr, als sie sich vorstellen können.